Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine. Wir befinden uns in Folge 10 und ja, wie kommen wir denn jetzt hier rüber? Ach so. Okay. Ja, also was man machen kann, ist, dass man das halt verlangsamt so, und was glaube ich auch geht, ist eine Planke oben drauf zu legen, wenn es so wie jetzt gerade steht. Okay, dann ist es wahrscheinlich jetzt schon. Aber wir können auch so jetzt einfach rüberhüpfen wahrscheinlich. Soll ich noch eine Planke haben? Na okay. Oh. Oh. Hält das? Das war nicht geplant, aber... Hält. Oh, da ist noch einer hinter, direkt im Anschluss. Es bewegt sich. Okay, keine Panik. Könntest eine Kiste... Eine Kiste unten hinstellen würde wahrscheinlich auch gehen, damit es sich nicht so dreht. Ja, wieso nicht? Oh. Wer will raufhüpfen? Ja. Autsch! Autsch! Leute, das ist... Wer lebt noch? Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Kannst du nicht hier irgendwie dran festhalten? So wie ich. Okay. Na gut, wenn du links die Planke hoch... So, ach so, das wäre gegangen? Okay. Ich hatte das nicht gesehen, wie du das gemacht hattest. Hm. Jetzt bin ich unten. Okay. Oh, okay. Never mind. Mach mal bitte hier diese Planke kaputt. Warte, dann muss ich aber erstmal... Oh, einmal darfst du noch wiederkommen. Okay. Ja, da bist du. So, zack, weil jetzt können wir doch einfach rüberhüpfen, oder? Das bewegt sich aber der Freund hier. Ja. Okay. So, und jetzt? Wie kommt man denn jetzt hier hoch? Warte. Ich... Also, aber da komme ich so nicht hoch jetzt. Solange du die Kiste unten nicht wegnimmst, ist alles okay. Ja. Kann man jetzt auf die Planke und dann hoch? Nein! Das hat wehgetan. Soll ich dich nochmal abholen? Ja, hol mich mal wieder. Gut, das war noch nicht. Zack, zack, zack. Haha! Sieh? So, also... Aber von hier kommt man nicht hoch, oder? Ja, sie bewegt sich. Nee. Okay, also das mit der Planke war schon mal ein... Doch, das geht! Das geht, warte. Also man kann von dem Dings aus einfach hochspringen. Schafft der Ritter das auch hoffentlich? Ja, das schafft er locker. Okay. Ich war zu doof, glaube ich. Nein. Wahrscheinlich geht's. Sonst versuche ich mal eine Planke hier drüber zu machen, oder? Oh Gott, was macht die Kiste denn jetzt? Bewegt sich. Achso, jetzt kannst du dich nicht mehr weiter, okay. Okay, jetzt komm mal zu meiner Seite, Timo, dann bewegt es sich nicht weit genug. So, und jetzt versuch mal hochzukommen. Jawohl. Ja, sehr gut. Das sieht schon nach dem Ende des Levels aus, oder? Ja. Aber wir haben den zweiten Schatz nicht. Sollen wir mal gucken? Oh ja. Das Ödland des Drachenfriedhofs überlebend, schritten unsere Helden weiter. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal drei Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit, eins für Verstand und Macht und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die drei Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näher zu kommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Aha. So, so. Ja, wollen wir nochmal die Kristallkavernen anfangen? Wir haben noch Zeit. Ja, ne? Ja, machen wir mal. Dann auf ins Abenteuer. Ich bin immer noch die Diebe. Es liegt am Trine, dass unsere körperlichen Bilder wieder auferstehen können. Aha. Wurde schon alles gesagt, was gesagt werden musste? Haben wir links schon geguckt? Okay. Ja, ja. Was ist denn da? Sieht das nicht schön aus hier? Nein, ich wollte nur gucken, ob da noch Violen oder irgendwas ist. Eine Wirbelsäule. Boah, wie cool sieht das denn im Hintergrund mit den Pilzen und den Knochen aus? Hm. Oh. Wow! Okay. Was war das? Ja, Brückenbauer. Okay, die eine Brücke kommt sofort. Oder? Ja, Alex regelt das. Du. Oh, Moment.
Das geht, glaube ich, ne? Das müsste eigentlich gehen, ja. Ich weiß es nicht, also ich traue der Geschichte. Oh, nee, geht doch nicht. Pass auf, Timo! Wow! Feuerspeiende, ja, egal, ich komme auch mit. Was soll's? Was ist das denn? Feuerspeiende Skelette? Ja, es scheint einen neuen Gegnertypen zu geben. Wahrscheinlich so Magier. Oh Gott! Ah, okay, noch steht es. Okay. Soll ich mal rüberschießen? Schieß. Okay, okay, ist safe. Safe. Wow, wow, wow. Oh, ah, oh. Okay. Bin ich fürs Team geopfert. Probier mal mein Glück. Leichtfüßig wie eine Elfe löse ich hier nicht so eine Lawinen aus. Der Ritter ist auch leichtfüßig wie eine Elfe. Okay. Aua, ich konnte nicht springen. Fies. Boah, habe ich gerade mit einem Doppelfeil das Skelett getötet? Aber mach aus. Irgendwie schieße ich gerade nur ins Holz. Ah, danke. Ach cool, das ist so ein Tor wieder, wo man Pfeile durchschießen kann. Hier ist ein Checkpoint. Johann, du bist wieder dabei. Juhu. Ding. Boah, was sehe ich da? Eine Faust. Dann schieß mal das Seil. Nee, ich glaube, wir müssen erstmal mit der Faust hier die Fiolen holen, oder? Okay, warte, dann schiebe ich die mal hin. So, und jetzt schieße ich das Seil durch, wenn du sie da drüber hältst. So, okay. Verstehe. Ja, kannst du ja gleich machen wieder. Muss ja nicht halten. Ja, gut. Ach stimmt, wir hätten einfach nur die Faust lockern müssen und dann die Dinger runterschieben. Ja, warte. Dann benutzen wir sie jetzt mal als Dampfer. Ja, andere Richtung. Ich stell mich auch unten hin, um sie entgegenzunehmen. Komm schon, Faust. Kannst du dich an die Faust ranhaken? Aua! Ich glaube nicht. Okay, dann stellt euch mal auf die Faust. Ja, einer reicht da wohl. Der Trick ist voll cool mit dem Schweben lassen. Oh, seht ihr das? Was? 47 von 50. Verbrauch nicht so viel Mana. Ich wollte vielleicht, dass ein Gegner auftaucht und ich die Faust ihm dann ins Gesicht schleudere. Das wäre geil gewesen. Warte, da kann ich die Faust reinschleudern, oder? Müsste gehen, ja. Okay, mit Ritter vor. Aus dem Weg. Yeah, vielleicht waren es auch meine Pfeile. Das war toll. Fiole! Oh, Geronimo! Okay, kein Problem. Oh, da oben ist noch einer. Oh, im Klettervorgang gekillt. Und eine neue Stufe. Oh ja, Stufenaufstieg. Vorsicht. Achtung. Kann sich jemand was kaufen? Wollen wir mal gucken? Wenn die Gegner hier weg sind. Okay. Einer Mana. Ja. Ja, sehr gut aufgenommen. Sicher, sicher. Okay. Also, ich habe einen Punkt. Bräuchte aber zwei für die nächste Stufe. Okay, mal sehen. Bei mir sind es erstmal drei und ja, wieder drei, also ist auch nicht drin. Bei Timo wäre entweder drei oder zwei. Ja, wobei ich glaube ich Richtung Flammenschwert gehen würde. Okay, ja, dann sparst du noch fürs Flammenschwert. Gute Wahl. Muss ja den Zuschauern auch mal was bieten. Okay, wie wollen wir hier jetzt alle drei hochkommen? Warte, also, das sieht nach einer Witte aus. Ja. Tatsache. Du hältst es runter und wir hüpfen rauf. Ja. Okay, wir halten das unten und dann musst du auch mit rauf kommen. Ja, ich versuch mal. Oh Mist, okay. Warte. Das kriegt man aber noch hin. Ich geh schon mal rüber. Ja. Okay. Einmal für uns beide. Jawoll. Da fischt sich ein bisschen Pfeile in den Himmel. Okay. Komm gleich wieder, oder? Hm? Da. Links ist noch eine Fiole. Ja, geh mal runter. Gut. Kann man schwimmen? Kannst du das? Kannst du. Kommt mal runter. Uah, ich kann schwimmen, ja, aber wo bin ich? Da bist du. Skelette. Okay. Hm. Oh, da sind noch mehr. Oh, oh. Ach, da bin ich. Oh, oh. Oh, alles klar. Okay, wollen wir einmal ins Wasser? Man kann wohl schwimmen. Braucht man bloß die Kamera auch dabei. Ja, also ich konnte eben schwimmen und dann kam so eine Art Luftanzeige. Also Timo,
Ich bin skeptisch. Ja, okay. Man kann den Rüstung stellen. Ah, man kann auch tauchen. Okay, Moment. Ja, komm mal runter. Ja. Ab ins Planschbett. Okay, jetzt müssen wir natürlich auf die Luftanzeigen achten. Keine Panik, das ist alles hier. Und hier, oh, hier sind bestimmt richtig geil versteckte Sachen. Okay, wir müssen uns vielleicht einigen, wo wir hinschwimmen. Ja, ja, Moment. Erstmal alle. Wie schwimmt ihr denn? Ich kann überhaupt nicht schwimmen, ich kann nur springen. Ja, du drückst einfach in die Richtung, in die du schwimmen willst. Moment, irgendwie bin ich. Ach, du kannst nicht schwimmen? Nee. Mit der Rüstung kann man nicht schwimmen. Okay, dann musst du einmal mit hochkommen. Ich kann nur so hüpfen. Cool. Ist ja witzig. So. Ja. Oh, wie kommen wir denn da jetzt an die versteckten Sachen, wenn du nicht mitkommst? Oder okay, dann müssen wir am Boden lang mit dir jetzt einmal. Okay, Timo, du führst uns, wir schwimmen dir hinterher. Okay. Under the sea. Under the sea. Komm. Haben wir noch Luft? Komm mal hoch, Joa. Wollen wir noch mal da gucken, eben, wo wir eben waren? Ich höre irgendwas. Hinter der Kiste ist irgendwas, oder? Da ist irgendwas Grünes. Ja, ja. Warte. Zieh mal weg. Ja, warte, ich müsste. Jo, okay. Teppich unter den Boden weggezogen, unter den Füßen. So, warte. Einmal nochmal unten gucken. Soll ich die Kiste nach unten schieben? Ja, wollt ihr nochmal gucken? So ja, lass nochmal einmal kurz gucken, falls da noch was ist. Irgendwie glaube ich, dass hier irgendwas. Doch! Aha! Ah. Übelst das Versteck gewesen. Ja. So, das war's aber. Ja, das Luft! 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 Safe. Und jetzt? Ja, jetzt kannst du da hochspringen. Yes. Warte, ich... Oh, doch, geht. Okay. Ja, da oben ist noch irgendwas. Ihr kommt klar mit den Skeletten? Ja, natürlich. Sonst, warte, ich zerquetsche den. Ich will einen zerquetschen. Ja, mach mal. Irgendwie ist was runtergefallen, ne? Achso, du bist noch runtergefallen. Gut, alles. Aua, ich hab's abbekommen. Haha, die Kiste war nicht hoch genug. Ich glaube, ich sterb gleich. Autsch, autsch, dann nimm dir das Herz hier. Da ist ein Herz dran. Ah, nice. Gut. Okay, pass auf, Skelette. Okay, komm, dich zerquetsch ich, Kollege. Noch ein Herztrank? Ach, da ist eh ein Checkpoint. Okay, komm, wir gehen mal, damit Johann ihn zerquetschen kann. Aha! Entschuldigung, sehr schön. Ja, ist in Ordnung. Ich habe mein Tagesziel erreicht, ein Skelett in der Kiste und so. Okay. Ist hier oben? Gar nix. Warte mal, da könnte was sein, unter den Kisten, oder? Ja. Sieht... Warte. Der Timo rastet voll aus und verprügelt die Kisten. Sehr gut, beruhig dich. Versuch ja nur mitzuhelfen. Hier ist nichts, ne. Okay, ich steck fest. So. Da ist nix. Oh. Hier ist so eine Kiste. Nein, ich will nicht weg! Hilfe! Hilfe! Warte! Oh nein! Oh, das war vielleicht dumm. Ja, du musst eine Flanke drüber. Kacke. Tschüss. Rettet mich! Wir sind gleich bei dir. Ja, das kommt immer davon, wenn man so sich denkt, ich lauf mal vor. Ja, ich spring da lieber nicht. Nee, das tut weh, glaube ich. Oh ja. Ja, so jetzt sieht gut aus. Nicht schlecht. Das war zwei. Auch... Wow. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Ja, sorry, Timo. Super kack. Was ist passiert? Ja, wir müssen Timo wohl beim nächsten Checkpoint wiederholen. Wow. Ich bin tot. Ich weiß nicht wieso. Okay. Runtergefallen in die Stacheln, glaube ich. Komisch. Okay, Alex, mach das. Ich gehe mal zum nächsten Checkpoint. Lieber zurückgehen zum Checkpoint? Backtracking gibt es nicht. Na gut. Oh, ich weiß, was hier passiert. So. Schön. Geronimo! Okay. Entschuldigung. Das ist ja auch ein Checkpoint unter Wasser. Das wäre es ja. Aber dann kommst du hier nicht mehr raus, Timo. Ja, stimmt. Was mache ich denn jetzt hier? Ja, tauch einfach mal nach, was da unten ist. Ach, da kann ich durch die... Ich dachte, da wären so... Das sieht doch mal schön aus hier unten. Ja, Luft wird sowieso generell überbewertet. Ja,
Moment. Luft? Luft. Ja, ja. Puh. Oh. Oh, Goldschätze. Ich bin alleine ohne diese beiden Töne. Wie komme ich denn hier aus dem Wasser? Aha. Wo ist die Kiste? Ist das eine? Nee. Das war nur die Tür. Das war nur Rauch. Schade. Dann kommt auch mal ab. Okay, weiter geht's. Das ist tiefer drin. Sieht doch schön hier aus. Hier rechts noch was? Nee. Kommst du da runter? Runter. Oh Mann. Hier rechts? Ja. Oh Gott, da muss jetzt aber Luft sein. Ziemlich schnell Luft. Ich guck nochmal da links einmal kurz, oder? Tu das. Okay, aber nicht, dass wir jetzt hier was verpassen. Muss aber auch dann Luft sein, ne? Ah, zurück, okay. zurück. Ah, oh, schön. Nein, ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Oh, ich hab das! Oh nein! Ja, du verlierst Leben, okay. Okay, oh, ziemlich schnell. Verdammte Kiste. Na gut, gehen wir nochmal zum Checkpoint zurück. Aber wir haben die Flaschen eingesammelt, oder? Das zählt doch. Zählt das? Müsste zählen, ja. Cool. Apropos zählen. Ich habe gerade gezählt, dass die Minuten wieder rum sind für diese Folgen. Oh, schade. Oh. Okay. Ja, dann müssen wir von diesem Checkpoint aus in der nächsten Folge nochmal weitermachen. Ich krieg's nie hin. Na gut. Mehr Unterwasserschätze dann in dieser geilen Kristallkaverne in der nächsten Folge. Yep. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.